Die vier Avastas in der Yoga-Praxis. Kommentar zur Hatha-Yoga-Pradipika, Vers 69. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Hier geht es um die vier Avastas, die vier Zustände der spirituellen Praxis. Man könnte auch sagen, vier Stufen der spirituellen Praxis. Svatmarama schreibt ganz einfach: In allen Yoga-Praktiken gibt es vier Stadien, nämlich Arambha Avastha, Ghata Avastha, Parichasya Avastha und Nishpati Avastha. Also vier Stufen. Also Arambha ist wörtlich Beginn und Anfang. So ist also der erste Avastha, der erste Zustand, ist Arambha, also Beginn und Anfang. Dann folgt der zweite Zustand, das ist dann Ghata Avastha. Ghata heißt wörtlich Topf. Also Ghata Avastha heißt, man nimmt das Ganze auf. Dann folgt der dritte Zustand, der ist Parichasya Avastha. Das heißt, es gibt eine gewisse Vertrautheit und eine Anhäufung. Parichaya heißt etwas mit Vertrautheit und Anhäufung zu tun. Und dann der vierte Zustand ist Nishpati Avastha, also der Zustand der Vollendung und der Vollkommenheit. Also in allen Yoga-Techniken, Yogesho, in allen Yogas gibt es Chatushtaya, eine Vierheit von Avastas, von Zuständen. Also was auch immer du praktizierst, zuallererst gibt es den Beginn, die Vorbereitung, also Arambha. Und dann gilt es, dass du ganz offen bist, wie ein Ghata, ein Topf, also Ghata Avastha. Und indem du das dann regelmäßig mit offenem Geist praktizierst, kommst du schließlich zu Parichaya, zu einer gewissen Vertrautheit. Die Praktiken häufen sich an in ihrer Wirkung. Und schließlich kommt es zu Nishpati Avastha, zur Vollendung, zur Vollkommenheit. Nie hat etwas mit nichts zu tun, mit nichts Beschränktem mehr. Und damit führt jede Technik irgendwann zur Vollkommenheit. Also angenommen, du willst Kapalabhati lernen, dann gilt es zuerst einmal, zu La Arambha im Sinne von zu beginnen, dich vertraut zu machen, wie geht das? Dann gilt es, dich ganz zu öffnen wie ein Topf, das heißt, offen zu sein innerlich, bereit zu sein auf diese Praxis und so häufst du einiges an Wirkung. Schließlich wird diese Wirkung sich immer weiter anhäufen, dann bist du in Parichaya Avastha, also dem Zustand der Vertrautheit, wo du mehr und mehr die Wirkung spürst. Und Nishpati Avastha ist dann die Vollendung, die Vollkommenheit, wo du über alle Grenzen hinausgehst zum Unendlichen und Ewigen. Was jetzt die verschiedenen Avastas im Anahata-Nada-Yoga sind, darüber spricht er dann in den nächsten Versen. Aber egal, was du übst, es gibt immer diese vier Avastas, der Beginn und die Vorbereitung, Arambha, ist eine gewisse Aufnahmebereitschaft und das Üben, also Ghata-Avastha. Dann folgt die Vertrautheit und Praktizieren und dadurch die Wirkung anhäufen durch Parichaya Avastha, was heißt, du musst lange üben. Und das führt dann irgendwann zur Vollendung, Nishpati Avastha, die dann gerade bei allen Yoga-Praktiken letztlich in Samadhi mündet. Im Grunde genommen, egal welche Praxis du machst, sie mündet immer in Samadhi. Sogar wenn du die Vorwärtsbeuge machst, zu Anfang lernst du, wie du sie richtig machst. Das wäre letztlich Arambha, äußerlich. Wie macht man sie?
dann öffnest du dich wie ein Topf, du bist bereit, du bist neugierig, was sie bewirkt. Offenheit, Gata Avastha. Dann übst du sie sehr intensiv und durch regelmäßiges Ausüben der Vorwärtsbeuge sammelst du viel Prana. Diese Shumna öffnet sich. Prana kann in die Nadis hineingehen und letztlich in diese Shumna eintreten. Du spürst die feinstoffliche Wirbelsäule. Irgendwann erwacht die Kundalini und du erreichst Samadhi. Und so geht es im Grunde mit jeder Praxis. Sie lernen, mit offenem Geist ausführen, regelmäßig praktizieren, die Wirkung häuft sich an und irgendwann kommst du in Samadhi. Ja, beim nächsten Vers geht es dann um Anahata Nada und Laya Yoga und wie das funktioniert, das also beim nächsten Mal. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de. Und du kannst gerade überlegen, welche Yoga-Praktiken du machst und in welchem Stadium du dich befindest. Bist du gerade dabei, auch etwas Neues zu ergründen? Arambha Avastha. Bist du dabei, etwas, was du neu hast, schon etwas zu praktizieren? Gata Avastha. Bist du schon mit einigem vertraut und spürst die kumulierte Wirkung? Parichasya. Und gibt es vielleicht sogar eine Praxis, die sich in die Transzendenz führt? Nicht Partie.